Ich arbeite mit Video bzw. mit Film. Das kann man ja heute so eigentlich kaum mehr präzise benennen. Es ist eigentlich mit bewegtem Bild. Einerseits gibt es eine Grundfaszination für Film. Andererseits ist es auch ein Medium, das verschiedene Dinge zusammenbringt, die mir wichtig sind. Das ist das Experiment und es ist das Soziale, dass das Zusammenarbeiten mit anderen Leuten. Man hat am Anfang eine riesige Wolke an Inhalten, an formalen Aspekten und die werden eingedickt, 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 bis man sie am Schluss heute auf einem Stick hat, der so groß ist. Das finde ich an diesem Medium sehr faszinierend. Film, das bezieht sich aufs Nitrat oder Zelluloid, also dieses durchsichtige Trägermaterial, oder das ist weg, also das gibt es nicht mehr. Insofern ist Film eigentlich ein obsoleter Begriff. Video bezieht sich auf diesen Moment, ich sehe mich selber in dem Moment, wo ich es mache. Also das war so etwas vom Wichtigsten am Anfang der Videokunst, ist eigentlich auch obsolet geworden im gewissen Sinn. Movies im Englischen finde ich da einfach und unverbindlicher, weil da geht es einfach um die Bewegung. Ich nenne mich auch nicht mehr Videokünstler, weil das ist eigentlich ein historischer Begriff. Aber es ist ein Vakuum. Also, aber es ist ja immer spannend. Ein Vakuum kann man auch drüber nachdenken wieder, was man eigentlich ist. Satsang ist eine Arbeit, die in einem gewissen Sinne auch eine Weiche gestellt hat, und zwar, weil es in der Arbeit eigentlich um innere Vorstellungen geht und um die äußere Welt oder wie das gegen außen sich manifestiert. Diese Diskrepanz, die interessiert mich eigentlich seither immer wieder, die innere Vorstellung, wie etwas sein sollte. Und wie es dann sichtbar wird gegen außen, auch das Scheitern beim Realisieren von inneren Vorstellungen, das ist eigentlich ein durchgängiges Motiv. Bei Satsang war die Aufgabe der Schauspieler, ein Lächeln zu erzeugen, über 80 Bildphasen hinweg. Die Schauspieler mussten zuerst ganz neutral reinschauen und dann ein bisschen lächeln, ein bisschen mehr lächeln und das in einer Gradation von 80 Schritten. Das ist unmöglich. Das kann niemand, weil die Gesichtsmuskulatur dafür nicht gebaut ist. Und das interessiert mich, den Schauspielern Aufgaben zu geben, die sie nicht lösen können und damit ein physisches Scheitern zu erzeugen, bewusst, das psychologisch gelesen werden kann, so dass diese Übertragung passiert. Das ist eine gemeinsame Arbeitsmethode. Paul Ekman, das ist ein Wissenschaftler, der untersucht die Mimik. Und er hat die Mimik unterteilt in rein muskuläre Bewegungen. Der Auftrag an den Schauspieler war, eine rein physiognomische Beschreibung eines Wissenschaftlers in Bewegung umzusetzen. Ausgeprägte vertikale und manchmal angewinkelte Falten auf der Stirn, die über den Augen zentriert sind. Gerade im bewegten Bild oder im Film redet man noch schnell mal von Experimentalfilm. Quasi alles, was nicht Spielfilm und Dokumentarfilm ist, ist Experimentalfilm. Das stimmt ja so nicht. Also das heißt, ich bin interessiert daran, wirklich Experimente zu machen, im engeren Sinn. Und deshalb bin ich natürlich auch interessiert an wissenschaftlichen Experimenten, weil dort ist es ganz klar definiert. Das finde ich dann auch inspirierend, quasi ein pseudowissenschaftliches Vorgehen bei meinen Videoexperimenten anzuwenden. Godard, der hat, glaube ich, mal gesagt, Film ist 50% Bild, 50% Ton. Das finde ich stimmt absolut. Mir ist der Ton mindestens genauso wichtig wie das Bild.
Was am Ton schön ist, jetzt verglichen mit dem Bild, er ist noch niederschwelliger im Experiment. So, also das heißt, man kann noch leichter Sachen ausprobieren. Und was natürlich auch toll ist, sind die Experimente in der Tonbildwirkung. Ich habe ein ziemliches Archiv an einerseits an gefundenen Tönen, andererseits schon Tonexperimenten. Und wenn ich mit dem Bild anfange zu arbeiten, dann lege ich gleich Ton drunter. Es ist ein assoziatives Arbeiten, das aber schon sich auch einen gewissen Rahmen setzt in der Thematik der Arbeit. Ich bin immer in diesem Arbeitsprozess und da entstehen Arbeiten. Und es ist nicht so, dass ich irgendwann so quasi passiv da sitze und denke, ja, was will ich jetzt machen? Insofern gibt es auch nicht einen Anlass oder eine Motivation, so ich möchte jetzt mal was zu dem machen. Und alles, alles war gut. Und es war alles. Ich hänge ein Bild auf, ohne zu überlegen, und ich versuche mir später auf die Spur zu kommen, wieso habe ich das Bild eigentlich aufgehängt, wieso hat es mich interessiert, wieso habe ich dieses Buch gelesen. Es ist am Anfang eigentlich eine Wolke von verschiedenen Interessen und dann versuche ich diese Wolke zu verdichten, zu präzisieren, zu sortieren. Daraus entsteht die Arbeit. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden. Paradies, das ist jetzt gerade die aktuelle Arbeit. Da geht es um Vorstellungen vom Paradies. Der Film ist eigentlich eine Collage aus Bildmaterial, das ich gesammelt habe, von Gärten, öffentlichen Räumen, wo Natur eine Rolle spielt, weil ich das mal so gelesen habe, diese Natur als Substitute von Paradiesvorstellungen. Und es war alles, alles gut. Dieser Sprecher, der ist inszeniert, ist auch ein bisschen mein alter Ego, weil er versucht, Ordnung in diese Texte zu kriegen, was ja mein Problem war. Also ich hatte unheimlich viel Textmaterial, musste das ordnen. Das Bild friedlichen Wohnens in ländlicher Harmonie ermöglicht es, den Blick auf das Wesentliche des Lebens zu richten. Wir haben diesen ganzen Urwald aus künstlichen Pflanzen zusammengebaut. Mir ist es wichtig, dass es künstlich ist, weil es ein Substitut ist, weil es was Gebautes ist, was Inneres von der Figur. Schon träumte er von einem erlesenen Einsiedler-Dasein und frei von den Zwängen. Schon träumte er von einem erlesenen. Paradies gibt es als wirklich klassische Kurzfilm-Kinoarbeit. Es gibt es aber auch als Vierkanal-Installation. Ich hatte zuerst die Kinoversion, wie kann ich die in den Raum tragen? Also, und wie kann ich sie in eine Loop-Situation überführen? Weil das ist ja etwas völlig anderes, ob jemand eine Arbeit von Anfang bis Ende schaut und ich definiere, wann er beginnt mit dem Schauen oder ob er irgendwann reinkommt, selbstbestimmt, wie lange dass er drin bleibt und so weiter. Das sind eigentlich extrem weit auseinanderliegende Rezeptionsformen. Und da, das finde ich schon interessant, auf das einzugehen, also mir da etwas zu überlegen. Ein installativ Arbeiten ist natürlich auch insofern etwas ganz anderes. Ich kann nicht sagen, ich mache eine Installation und dann ist es das. Sondern das kommt dann darauf an, wo das die gezeigt wird. Bei der linearen Version, also bei der quasi Kinoversion, kann ich davon ausgehen, Kino ist immer ungefähr dasselbe. Das ist ein Riesenunterschied. Also Installationen machen ist viel aufwendiger, hört auch nie auf. Also wenn ich jetzt den Film an Festivals gezeigt habe und so weiter, hatte ich eigentlich nicht mehr so viel damit zu tun. Wenn ich es in einer Ausstellung zeige, dann ist es wirklich arbeitsintensiv. Ich finde etwas vom Faszinierendsten, dass ich etwas nicht schön finden kann und es dann schön finden kann. Also diese Veränderung in der Wahrnehmung, das Welterschließen, also dass Dinge, die mir nicht erschlossen sind, die ich als hässlich empfinde, die ich nicht sehen will, dass ich die auf einmal anders deuten kann und sie dann schön finden kann. Das finde ich ganz grandiose Fähigkeit der menschlichen Psyche. So, und das finde ich die schönste Schönheit. Die neu entdeckte Schönheit. So.
Thank you.